Hallo und herzlich willkommen und auch diese Aufgabe hier, x hoch 4 minus 9, x hoch 3 plus 27, x Quadrat minus 31, x plus 12 geteilt durch x Quadrat minus 2, x plus 1, lässt sich mit dem Horner-Schema rechnen. Denn dieser Divisor lässt sich in Linearfaktoren zerlegen. Ja? Wer das Ding jetzt hier mit binomischen Formeln erkennen kann, der kann sich glücklich schätzen. Wer das nicht kann, nimmt als erstes, wenn er das überprüfen will, ob er es überhaupt machen kann, x² minus 2x plus 1, also diesen Divisor, und setzt ihn gleich 0. Dann sieht er, okay, alles klar, oder sie, das ist eine PQ-Formel. Also x1, 2 ist gleich dieses hier, p ist gleich minus 2 und q ist gleich 1. Minus p halbe, also minus, minus 2 halbe ist 1, plus minus Wurzel aus p² Viertel, also das Quadrat von dem hier, oder p halbe in Klammern zum Quadrat, wie auch immer, minus q. Hier unten steht jetzt 1 minus 1 und das ist jetzt eine Neuerung, will ich es eigentlich gar nicht wirklich nennen. Es ist eine Veränderung zu dem, was wir vorher hatten, denn wir haben hier nur noch eine Nullstelle. Hier hinten steht jetzt also unter der Wurzel eine 0 und die Wurzel aus 0 ist 0, also ist x gleich 1, ist die einzige Nullstelle. Das bedeutet auch, dass wir, das ist so eine Sache, das ist jetzt eine doppelte Nullstelle. Man kann sich vorstellen, die Funktion, beziehungsweise diese x² minus 2x plus 1, hat bei x gleich 1 eine Nullstelle, und zwar einen Berührpunkt. Das ganze Ding nennt man jetzt eine doppelte Nullstelle, muss man aber vielleicht auch dabei gar nicht wissen, sondern es ist eigentlich nur wichtig, dass wenn bei einer quadratischen Funktion nur eine Nullstelle rauskommt, dann müssen wir tatsächlich x1 gleich 1 und x2 ist auch gleich 1. Das ist eigentlich viel schöner. Diese grafische Geschichte hatte ich mir erst überlegt irgendwie, aber ich finde es eigentlich viel schöner, dass wenn wir das einfach so ganz normal weiterrechnen, x1 ist ja gleich 1 plus Wurzel 0, also 1 plus 0 gleich 1, und x2 ist ja gleich 1 minus 0 gleich 1. Dann wissen wir, dass wir zweimal mit dem gleichen Linearfaktor unser Horner-Schema durchführen wollen. Gut, das wollen wir jetzt auch sofort machen. Wir schreiben hier die Koeffizienten hin. 1, minus 9, 27, minus 31 und 12. Zack, 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 zack. Ach, hier können wir auch noch ein bisschen weiter runterziehen schon. Und hier kommt sofort die minus 1 rein. Warum eigentlich minus 1? Weil es Schwachsinn ist. Da könnte man sich verwirren lassen, denn der Linearfaktor hierzu lautet ja x minus 1. Und hierzu auch mal x minus 1. Ist, wenn man es ausmultipliziert, wieder dieser Nenner. Aber wir sollen nicht diese minus 1 hier hinschreiben, sondern wir schreiben tatsächlich die Nullstelle hier hin. Zack, 1. Dann machen wir hier nochmal einen Strich hin, weil wir es können. Kommt hier ein Strich hin. Die 1 wird runtergezogen von hier, beziehungsweise wenn da eine 2 stünde, können wir auch die 2 da runterziehen. Einmal 1 ist 1. Minus 9 plus 1 ist minus 8. Einmal minus 8 ist minus 8. 27 minus 8 ist 19. Einmal 19 ist 19. Minus 31 plus 19 ist minus 12. Einmal minus 12 ist minus 12. 12 minus 12 ist 0. Hier nochmal ruhig 4, 3, 2, 1, Zahl. Das heißt, wir haben bei dem ersten Mal keinen Rest. Und wir können uns sagen, x hoch 4 minus 9, x hoch 3 plus 27x² minus 31x plus 12 geteilt durch x minus 1 ist 1x hoch 3 minus 8x² plus 19x minus 12 und kein Rest. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen das Ganze nicht durch x minus 1 teilen, sondern durch x² minus 2x plus 1. Deswegen müssen wir hier den zweiten auch noch zu Rate ziehen bzw. noch mit einbauen. Auch hier geht das Horner-Schema seinen gewohnten Gang. 1 mal 1 ist 1, minus 8 plus 1 ist minus 7, 1 mal minus 7 ist minus 7, 19 minus 12 ist 19 minus 7 ist 12, 1 mal 12 ist 12, minus 12 plus 12 ist 0. Ja, hier wichtig, hoch 3, hoch 2, hoch 1, Zahl. Und bei der Zahl muss hier unten dann geendet werden für dieses Horner-Schema. Was ist jetzt das Ergebnis? Es hat nämlich in diesem Fall keinen Rest. Deswegen darf da eigentlich nicht kein Rest stehen, aber in diesem Fall ging es halt darum, so eine doppelte Nullstelle zu nehmen, beziehungsweise eins, wo hier das gleiche Ergebnis jeweils rauskommt. Ist also jetzt x² minus 7x plus 12. Wer sich das Video zur Polynomdivision dabei noch anschauen möchte, das gibt es auch auf der Seite der Polynomdivision. Ich beende das Video in diesem Fall ohne Rest. Ja, obwohl da mit Rest steht,
Also man könnte ja sagen plus 0 durch x Quadrat minus 2x plus 1. Und verabschiede mich durch Zeigen des Schildes und Ausbringen eines herzlichen Grußes. Tschüss.